Österreichs Basketballherren haben den Aufstieg in die nächste Runde der Qualifikation zur WM 2019 fixiert. Sie bezwangen Albanien vor 1300 Fans im Multiversum in Schwechat mit 97:63. Damit hat sich das ÖBV-Team bereits den zweiten Platz in der Gruppe B der Vorqualifikation gesichert. Im Rahmen der Präqualifikation zur FIBA Basketball WM 2019 wird das österreichische Nationalteam auch heuer wieder seine Heimspiele im Multiversum austragen. Ich denke auch, dass diese Veranstaltung dazu beitragen kann, dass der Sport an Attraktivität auch gewinnen kann. Das Multiversum bietet sich ja wirklich hervorragend an und wir sind stolz, auch hier diese Qualifikationsrunde austragen zu dürfen. Und von Seiten der Organisatoren dürfte das auch sehr attraktiv hier sein. Absolut, es war schon in der Vergangenheit das ein oder andere Mal der Verband hier bei uns im Multiversum, die mit der Location absolut zufrieden waren und auch das der Grund dafür war, jetzt auch hier wieder zu sein. Österreichs Basketballherren haben am vergangenen Wochenende den Aufstieg in die nächste Runde der Qualifikation zur WM 2019 fixiert. Auswärts in Tirana hatte es einen ungefährten 79:51 Sieg gegen Albanien gegeben. Unter den Fans Beachvolleyballer Alexander Horst. Ich war früher ein großer Basketballfan. Ich habe früher nächtelang NBA geschaut, zu Michael Jordan-Zeiten noch. Jetzt schon länger nicht mehr so, aber ja, jetzt wo wir einen Jakob Pöltl in der NBA haben, ist man natürlich sehr gern da. Das heißt, Sie kennen sich ein bisschen aus. Was darf man sich von dem heutigen Spiel erwarten? Ja, ich denke schon, dass sie gewinnen natürlich. Deshalb bin ich da. Ich hoffe, dass sie gewinnen. Wir werden anfeuern. Mein Sohn will sowieso immer nur, dass Österreich gewinnt. Also werden wir alles dafür tun. Die Silbermedaille schon verdaut? Ja, teilweise. Es ist natürlich noch ein bisschen was Neues für uns, dass wir uns jetzt Vize-Weltmeister nennen dürfen, aber es ist ein sehr schönes Gefühl. Nun bezwang das Basketball-Nationalteam im Rückspiel vor 1300 Fans im Multiversum Albanien also mit 97:63. Topscorer waren einmal mehr Rashid Mahalbasic und Jakob Pöltl. Ich bin wirklich beeindruckt, auch von der Anzahl der Zuschauer, die hier sind. Letzte Woche beim Spiel waren über 1500 Leute da und auch heute schaut es wirklich sehr gut aus, dass die Halle gefüllt ist und das ist eine tolle Sache. Das heißt, Basketball ein Sport, der zieht nicht nur, weil der Herr Pöltl mitspielt? Scheinbar nicht, ja. Damit hat sich das ÖBV-Team jedenfalls bereits den zum Weiterkommen notwendigen zweiten Platz in der Gruppe B der Vorqualifikation gesichert.